Hallo Leute, ja, was soll ich sagen? Weihnachtslieder singen 2020. Wer hätte sich das gedacht, dass wir im schönsten winterlichen Lockdown alle zu Hause in unseren Schneehütten sitzen und an den Endgeräten gemeinsam mit uns zusammen das Weihnachtslieder singen genießen werde. Ich wünsche viel Freude. Ich werde jetzt die Funktion des Publikums und des Klavierspielers übernehmen. Ich rufe die Titel rein und ihr singt einfach mit. Genießt die Zeit und wir sehen uns spätestens wieder im neuen Jahr. Die 91. Wie konnte mir das passieren? 91. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht den Mundschutz auf hatte. Kling, Glöckchen, Klinglingeling. Also 93, ja? Du, 91. Hör auf, Letzte.
sagen, machen wir mal die 79. Okay. Ja, nee, jetzt machen wir mal die 79. Mal gucken, was das für ein schönes Lied ist. 79, ihr Kinderlein kommt. Oh, das ist aber eine gute Wahl. Kennt das irgendwie. Da lernst du noch was. Da lernst du noch was. Ja,
Noch ein Liederwunsch. Ja, irgendwas in den 90ern. Die 91. Irgendwas aus den 90ern. Kling, Glöckchen, Glöckchen. 94. Was muss ich machen? Weiß ich nicht, was du möchtest. Leise Riese in der Schnee. Was hast denn so leise Riese in der Schnee? Ah, das ist schon ein Klöppelfunk, ist schon toll. Ja, ja, genau. Na dann, willst du klöppeln oder geigen? Ich kann ja hier... Fragen wir doch mal das Publikum. Was sollen Sie spielen? Drücken Sie den Button unter Ihren YouTube-Kanal. Nee, das ging wirklich schräg. Und wenn wir das nicht teilen, ich fange mal mit dem Intro an, ja? Gerne. Der Atem hat auch schon wieder. Wir benutzen dieses schöne Buch und da sind die ganzen Lieder mit Nummern versehen. Kann jeder nachlesen und mitsingen. Kann man immer nach den Glühwein gucken, dass der nicht so hoch kocht? Das ja. Ist auch der Satz, der immer kommen muss. Genau. Ist. Was ist mit dem Glühwein? Der riecht aber schon gut. Geht jetzt hier. Oh, ja, mach da. Okay. Habt ihr es? Ja. Eins haben wir noch? Was ist mit dir danach? Das kommt ja noch. Also, das ist gut.
Aber wir hatten O-Tannenbaum. Hat jemand die Nummer von O-Tannenbaum? Den würde ich ja noch gerne spielen. Aber wir haben ja wieder so einen schönen O-Tannenbaum. Ah, nee, das ist dieser O-Tannenbaum. Jemand, sagt euch gleich. Spannung steigt. Für O-Tannenbaum? Das ist der erste. Die Nummer 75. 75? Es ist soweit, wir müssen uns leider auch dieses Jahr verabschieden. Im letzten Jahr war das immer sehr schön, wir haben noch einen gemeinsamen Glühwein zusammen getrunken, die Kinder haben Kekse bekommen, manches Kind hat auch vom Glühwein nascht und ja, das war mal sehr lustig. Diesmal nehme ich doch mal, er hat recht, wir machen, ich zeige nochmal Gesicht. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch, dass ihr mit uns dieses Jahr durchgehalten habt. Es war ja nicht so einfach mit Online-Unterricht und all diesen anderen Dingen. Aber wir sehen mal mit frohem Blick ist ins neue Jahr. Es soll sich ja vieles ändern. Es sollen ja bald Impfungen da sein. Und wir werden uns gleich mit einem kleinen Glühwein impfen. Für die nächsten Tage sollte das reichen. Viel Freude im Lockdown. Genießt auch die Zeit mal hinter verschlossener Tür. Das kann sehr spannend werden und sehr lustig. Und ja, mein Lieblingslied, das wisst ihr ja alle, die schon bei Weihnachtslieder dabei, singen dabei waren, die Nummer 77. Genießen wir jetzt nochmal Stille Nacht, Heilige Nacht. Und damit verabschieden wir uns. Und vielen Dank an mein unglaublich tolles Team. Ja, Applaus, Applaus, Applaus. Ja. Da machen wir es reich hoch. Wir lassen es krachen. Ich kann hier unten oder da? Oh, das ist ein bisschen besser. Wieder so tief hoch, ja? Nummer 77. Okay. Solltest du kennen, ja. Thank you.